So, einen schönen guten Tag an euch alle. Und zwar machen wir heute wieder ein neues Video. Es geht nämlich um den in den Startlöchern stehenden Patch für Escape from Tarkov 0.12. Das soll einer der größten Patches aller Zeiten werden. Natürlich denke ich mal, was Tarkov betrifft. Es ist verdammt viel neues Zeugs dabei. Es sind doch einiges an Infos, was ich da jetzt zusammengetragen habe. Ich werde gucken, das Video trotzdem so kurz wie möglich zu halten, dass es jetzt hier nicht ausufert. Deswegen wundert euch bitte nicht, falls ich jetzt vielleicht auf das ein oder andere Thema nicht so genau eingehe. Bei manchen Sachen habe ich jetzt auch ehrlich gesagt komischerweise nicht so viel gefunden. Aber jetzt, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal die verschiedenen Punkte durch. Und dann schauen wir mal. Nur kurz zum Datum. Wir haben jetzt den 8.9., wo ich das Video mache. Ich habe jetzt hier ein Status-Update, das war glaube ich von August. Und habe jetzt vorhin nochmal ein relativ aktuelleres nochmal ausgefunden. Das machen wir aber dann ganz zum Schluss schnell. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Ja. Einer der größten Punkte meiner Meinung nach, was jetzt den Patch betrifft, ist einmal die Migration von der Unity Engine 2018. Ich tue jetzt hier teilweise mal kurz was zitieren und gebe dann meinen Senf dazu. Und zwar steht hier Behebung neuer Fehler und visueller Probleme, Anwenden neuer Optimierungen und Fixes. Die Migration ist technisch bereits abgeschlossen. Hört sich ja soweit gut an. Ja. Großer Punkt von der Migration, wo ich mir viel, viel, viel erhoffe, und ich hoffe auch, dass es wirklich so wird, ist das Problem mit der Kantenglättung im Spiel. Also das Kantenflimmern, was wir hier haben, ist ja teilweise wirklich Augenkrebs verursachend. Es ist ein Spiel, wo man viel, viel mit quasi mit seinen Augen den Bildschirm fixiert, um irgendwo auf der Karte unnormale bewegliche Punkte zu sehen, sprich die Gegner. Und da macht es einem teilweise unheimlich schwierig, dieses ganze Kantenflimmern, das man überall sieht. Also das ist eine Katastrophe. Ich erhoffe mir da viel. Ansonsten muss man auch schauen, performancetechnisch wird es da wahrscheinlich vielleicht nochmal ein bisschen besser werden. Aber auch die Steps hier kriegt es ja mit, die was schon länger dabei sind. Das ist ein Prozess, der sehr schleichend und lange dauert. Dann der nächste große Punkt ist natürlich das Versteck. Da sage ich jetzt mal groß nichts dazu. Da verweise ich auf das andere Video auf dem Kanal, das ich vor, man war es vor etwa 2 Wochen gemacht habe. Da sind die gröbsten Informationen enthalten. Wir können euch das Video natürlich auch nochmal gerne in der Beschreibung verlinken. Dann der nächste Punkt, also eigentlich auch ein relativ großer Punkt, ist die neue Karte Milbase, also kurz Milbase, Military Base. Da ist der aktuelle Status polieren und optimieren. Die größte Karte in Bezug auf durchsuchbare Gebäude und Orte und auch mit neuen Extraktionsmechaniken. Da habe ich komischerweise kaum Fotos dazu gefunden. Da sehen wir hier rechts, das sind so ein paar Fotos von innen. Ich denke mal, das hier gehört hoffentlich dazu. Ja, bevor ich jetzt aber hier auch irgendeinen Gruß zeige, ich vermute auch mal das hier. Was sind das jetzt hier alles? Ne, das ist ja teilweise, das ist jetzt ein bisschen vermischt hier. Deswegen wollte ich jetzt gar nicht so viel zeigen. Ich glaube, das hier soll noch wie so eine Art Schnitt von irgendwas sein. Da ist hier oben diese Radarkugel oder was das ist. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Also ich hoffe mal, dass es eine Map wird, wo vielleicht auch so eine schöne Mischung aus Close Combat und doch etwas größeren Gebieten wird, wo einfach diese Mischung so ein bisschen stimmt. Das ist nicht nur eine Sniper-Map, wie jetzt zum Beispiel Woods oder sowas, oder Shoreline, wobei Shoreline ja oben am Resort dann doch auch wieder eher Close Combat ist. Aber gut, schauen wir einfach mal. Dann haben wir, hier steht hier, Weapon Build System ist bereit. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das einfach für die ganzen neuen, wie heißt, die ganzen neuen Attachments für die Waffen, dass das alles jetzt quasi getestet ist, dass das auch zusammen funktioniert.
Dann haben wir stationäre Waffen, neue zwei Stück. Und zwar reden wir hier von dem Colt bzw. von dem AGS. Da habe ich euch mal hier ein paar Bilder rausgesucht. Das ist einmal das Colt. Das sieht eigentlich jetzt für mich auf den ersten Blick aus wie ein Lang-MG, das dann quasi auf diesen stationären Füßen montiert wird einfach. Ob das quasi dann auch als Lang-MG benutzt werden kann, man weiß es nicht. Auch hier, wie man schon sieht, ich habe da verschiedene Bilder mit oder ohne Scope, verschiedene Aufsätze vorne, also Muzzle Brakes, wahrscheinlich auch eventuell Suppressors oder irgendwas. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so genau aus. Und als zweites, das AGS, das sieht, sieht ein bisschen vorkriegsmodellmäßig aus, aber man weiß es nicht. Lassen wir uns da einfach mal völlig überraschen. Hier die Munitionstrommel. Ja, schauen wir einfach mal. So, nächstes Thema ist, wenn wir bei den stationären Waffen sind, es wird natürlich, das kommt dann nachher nochmal, bei den neuen Inhalten, da haben wir natürlich nochmal neue Waffen, die so kommen sollen. Unter anderem eine Beretta. Ich gehe mal schwer davon aus, dass man hier von der stinknormalen Handfeuerwaffe von reden. Dann als nächstes, naja, dürfte allen bekannt sein, die gute alte P90. Als vom Kaliber auch relativ interessant, finde ich, weil das so ein bisschen ein Zwischending ist. Und diese Ash oder Ash oder wie auch immer man das ausspricht, 12.7. Das ist für mich, so wie ich jetzt hier das gelesen habe, eine Waffe, die für Close bzw. Urban Combat gemacht ist, wo quasi extrem hohe Mannstoppwirkung hat, was das Kaliber ja eigentlich auch schon für spricht, mit 12,7 mal 55 mm. Das wird wahrscheinlich so eine vollautomatische Shotgun, also so hört es gerade für mich an, sein. Ja, also auch ziemlich interessant. Ich denke mal, dann eine richtig gute Waffe für Factory oder so Maps zum Beispiel. Naja. Dann haben wir als nächsten Punkt die Charakteranpassung, wo ich glaube schon viele Leute lange drauf warten. Da ist der derzeitige Stand: polieren, testen und die letzten Kleidungsstücke hinzufügen. Und zwar für jede PMC, USEC und Bär gibt es fünf einzigartige Sets. Also untere und obere, wahrscheinlich Hosen und Oberteile. Sie werden hinter einigen Voraussetzungen, wie zum Beispiel Geld, Fähigkeiten, Ruf etc., versteckt sein. Also das wird man sich so freischalten wahrscheinlich mit der Zeit. Dann zu den ganzen Inhalten, wie ich es gerade schon angeschnitten habe, mit den paar Waffen. Das sind quasi die Beretta P90 und die S12, was jetzt zu 100% wohl mit in dem Patch sind. Aber hier steht auch noch die Chance, dass es noch ein paar Mal Waffen mehr werden, ist da auf jeden Fall. Mal von den Waffen abgesehen, wird es auf jeden Fall neue Rigs geben, dann einen neuen Rucksack wohl, Helme und einige schicke Brillen. Und es werden einige Barter, also Tauschgegenstände, hinzugefügt. Insbesondere einzigartige Gegenstände in Militärqualität und an neuen Orten. Ein Punkt ist, ich habe vorhin noch mal extra gesucht, ob es da jetzt irgendwas, ich meinte auch mal irgendwo irgendwas gesehen zu haben. Ich habe es jetzt allerdings nicht mehr gefunden. Und zwar chirurgische Kits. Also da sagen sie, die funktionieren. Vielleicht gibt es einen Clip dazu. Ja, ich glaube, ich habe mal einen Clip gesehen. Ich habe ihn allerdings nicht mehr gefunden, wie gerade gesagt. Ein Punkt ist dann nochmal, dann denke ich mal, ein relativ wichtiger Punkt auch. Das sind die neuen Bosse. Und zwar ist das einmal der neue Boss auf Woods. Der heißt wohl Sturmmann. Also da habe ich hier auch ein Bild rausgesucht. Na, wo ist die Maus? Hier haben wir sie. So sieht der Kerl wohl aus. Da schreiben sie hier auch, dieser hier ist wohl möglich ein Sniper. Wenn die Waffe auf so einem Rücken eine Dragunov ist, als Seitenwaffe könnte eine AK-74M dienen. Dragunov auf dem Rücken, dem stimme ich eigentlich soweit zu. Ja, wenn der quasi zwei Waffen trägt, dann ist der natürlich dann für
alle Situationen gerüstet. Ich denke mal, das wird ein harter Hund werden, auf jeden Fall. Ja, dann der zweite Boss, was jetzt noch dazu kommt. Achso, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade noch vergessen. Der Sturmmann, der ist also quasi auf Woods. Und das sieht wohl so aus, dass der quasi mit seinen Kollegen dann seine persönliche Aufbewahrungskiste bewacht. Quasi, wenn ihr die dann alle umnietet und umlegt, könnt ihr da wahrscheinlich looten und ich vermute mal, dass da halt ein geiler Scheiß drin ist dann. Aber ich denke mal, es wird natürlich auch schwer sein, da ranzukommen. Also wenn ich jetzt überlege, so die Chancen auf Customs und Interchange, es ist ja nicht ganz ohne die und so. Da brauchst du mit billig Equipment eigentlich gar nicht ankommen. Aber gut, abwarten. Der zweite Boss ist der Scuff-Boss auf der neuen Map, auf der Millbase. Und der heißt wohl, also hier Glukka, aber ich weiß nicht, wie auch hier steht, war Millbase nicht der Ambusher-Typ. Ich meine, ich habe da irgendwas gelesen, ich bin mir da jetzt echt nicht sicher. Deswegen will ich da jetzt auch nichts Falsches dazu sagen. Ja, für mich sieht es auf dem Bild aus, dass der hier natürlich auch bewacht ist von einem stationären Geschütz, was die Sache mit Sicherheit nicht einfacher macht. Und er selber schreibt es in die Kommentare, falls ich jetzt hier falsch liege, aber für mich sieht es aus wie die neue Waffe, also das Ash 12, was ich gerade gesagt habe, womit das als Close Combat wahrscheinlich ein extrem harter Gegner wird. Auch wenn er hier gerade nur eine Packer-Armor anhat. Aber man selber wird wohl mehr brauchen als nur ein paar Armor, um gegen den zu überleben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ein neuer Händler soll es geben. Das habe ich eigentlich auch, ehrlich gesagt, vorhin ausgelesen. Und entsprechend für den Händler auch neue Quests. Ja, ich vermute mal, questtechnisch, wer die Quests gemacht hat und er sich damit beschäftigt hat. Da würde ich mir von der Tiefgängigkeit, sag ich mal, der Quests jetzt nicht die große Hoffnung machen. Aber ich sag immer so, es ist was zu tun mit den Quests. Man hat ein Ziel vor Augen. So banal wie die Quests teilweise auch sind, es ist besser wie nichts. Ja. Dann ansonsten schreiben sie hier und viele andere Verbesserungen und Ergänzungen. Die Patch Notes werden riesig sein. Und ganz wichtig, die haben hier noch was angekündigt mit einer Sache, die sie jetzt, sag ich mal, im Vornherein nicht verraten werden. Da bin ich doch mal sehr, sehr gespannt drauf. Es wird irgendwas Großes sein, natürlich. Und wir werden später froh sein, wenn wir wissen, was es ist. Aber dann lass uns gespannt sein. Ist vielleicht eine ganz coole Idee, da so eine Überraschung zu machen und es natürlich vor anzukündigen, dass eine Überraschung kommt. Ja. Und jetzt das noch zum Schluss, das, was ich vorhin noch entdeckt habe, das kurze Status-Update zu 0.12, das war ja, das war, glaube ich, jetzt aktuell in irgendeinem Stream, ich glaube, im Pestili. Wo der Nikita war. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau damit zu tun hat, aber das ist jetzt auf jeden Fall nochmal was Aktuelleres. Hier sage ich jetzt mal im Endeffekt groß nichts dazu. Das meiste, was hier drin steht, ist einfach die Aussage, dass die meisten Sachen soweit fertig sind, dass man hier im Großen und Ganzen nur noch am Polieren ist, optimieren. Quasi die Feinarbeiten. Allerdings sind das wahrscheinlich auch teilweise ja, die Sachen, was sie zum Schluss noch raushauen, weil dann noch mal neue Fehler entdeckt werden. Und weiß der Geier, was nicht alles. Terminlich sagen sie ja nichts. Von dem her kann sich sowas insgeheim auch natürlich verschieben. Jetzt wollte ich hier noch ein was sagen, genau. Abgesehen von den ganzen Optimierungssachen, was jetzt noch dran sind, ist hier noch eine spezielle Aussage: ein neues Hochleistungsfernglas, okay. Fernglas hinzugefügt mit TAA, Anti-Aliasing und
HBAO, wie auch immer man es jetzt ausgesprochen heißt, dann gibt es neue Explosionseffekte, und natürlich viele andere Änderungen und Korrekturen. Ja, was ist im Allgemeinen noch zu erledigen? Alle wichtigen Features werden finalisiert und bei uns getestet, klar. Behebung zusätzlicher Leistungsprobleme, die wahrscheinlich jetzt aufgetreten sind. Fortsetzung der Fehlerbehebung, insbesondere neuer Fehler, wie ich gerade gesagt habe. Natürlich Balance ein ganz wichtiger Punkt im Versteck, Anpassung der Kleidung und neue Verfeinerung des Anti-Cheat-Systems von dem Battle-Eye-Klienten. Ich würde sagen, das hört sich doch alles extrem gut an. Ich glaube, oder was heißt ich glaube, meine Prognose ist immer noch, dass der Patch bald kommen wird. Wir haben jetzt dann, wie gesagt, 8.9. Ich vermute mal, dass man den Monat hoffentlich damit rechnen kann. Ich vermute mal, wenn sich's verschiebt, wird es vielleicht sogar Anfang nächsten Monat. Und noch eine Information zum Schluss, das ist mir jetzt auch gerade noch eingefallen, ich weiß ja, die Tage relativ hochgekocht ist, aus diesem Stream mit dem Pistili. Und zwar das Thema mit diesen mit den Safe-Containern. Die werden nicht wegfallen oder irgendwas. Da ist es wohl nur im Gespräch, dass quasi die Safe-Container quasi in Raid nicht mehr benutzt werden können. Sprich, man kann zwar vor seinen Container vollpacken mit diversen Sachen, was man im Raid braucht, zum Beispiel Medics, Schlüssel, so diese Sachen. Aber man wird im Raid direkt nichts mehr reinpacken können. Und das ist wohl als Pre-Wipe-Event geplant. Da gab es ja bisher immer die Aktionen, dass alles bei den Händlern verbilligt wird. Diesmal ist wohl das als Thema. Weiß nicht, ob noch was anderes kommt, aber das ist jetzt halt zumindest so rausgekommen. Deswegen macht euch da mal jetzt noch keine allzu großen Sorgen, dass die Container wegfallen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass sie komplett wegfallen. Was ich aber überzeugt bin, dass es Sinn macht, dass man eben nicht mehr alles reinpacken kann. Gerade wenn man bei manchen Leuten sieht, irgendwelche Mac-Cases oder keine Ahnung was, sowas ist meiner Meinung nach, das ist dann schlichtweg, ja, unfair ist nicht, aber ja, wenn man dann in einem Mac-Case, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß das Mac-Case genau ist, aber da kann man sich dann etlich vollgeladene Magazine reinpacken, was ja dieses In-Raid-Magazin-Nachladen schon wieder teilweise ja völlig wie auch immer, nutzlos macht. Was natürlich blöd ist und daran sollte man halt vielleicht noch arbeiten, aber ich denke nicht, dass die Dinger vollends wegfallen sollten. Aber auch dazu könnt ihr gerne eure Meinung nochmal in die Kommentare ballern, auch wenn ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen hätte oder im schlimmsten Fall irgendwas vielleicht sogar falsch gesagt habe, einfach in die Kommentare damit. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise abonniert den Kanal und lasst uns zusammen warten, bis der Vibe kommt. Und zum Schluss wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.